Markus, ich hab voll Kopfweh. Da habe ich doch das ideale Programm für dich. Den Hirnschoner. Zeig mal. Hier, der Hirnschoner. Man steuert den einfach mit dem Pfeiltasten und WASD. Darf ich auch mal? Ja, selbstverständlich. Aber wen steuere ich jetzt eigentlich? Du steuerst den Kreis und ich das Quadrat und ich versuche dich jetzt zu rammen. Sag mal, das ist ein bisschen dünn. Also der Bildschirm, auf dem das ist. Aber damit selbstverständlich kann man das ändern. Indem man einfach hier die Höhe und die Breite ändert. Und jetzt ist es gleich viel größer. Oh, toll. Aber so, Markus, sag mal, die Linien, diese kleinen, die sie verbinden, die sind so dünn. Kannst du nicht auch ein bisschen breiter machen? Selbstverständlich kann man die ändern, indem man einfach hier die Breite ändert. Also. Darf ich? Ja. Also, wie wär's mit 100? Okay. Jetzt ist er hier schon gleich viel cooler. Toll. Aber wenn es dir zu fad ist, die Finger zu bewegen, weil du die Tasten drücken musst, dann kannst du es einfach so lassen und nur zugucken. Oh, auch lustig.